Freunde, heute ist ein denkwürdiger Tag. Ich knarre mich deshalb auch gleich bedeutungsschwanger ins Bild. Obacht! Hier wird nicht geölt gegen Putin. Freunde, ich habe, ich möchte sagen mal wieder erneut, aber heute besonders aussagekräftig Post erhalten von den Grünen und Grüninnen, hier zu erkennen an dem Panzer im Symbol, die Kriegspartei im positivsten Sinne. Und ich möchte es auch hier euch mitteilen. Der Brief ist vom 26. Januar 2023, also relativ frisch, ist mir gerade im Bundestag zugereicht worden. Sehr geehrter Herr Matuszewski, da bin ich. Endlich ist der Weg Richtung Ostfront wieder frei. Unsere Leoparden sind auf dem Weg und werden bald wieder angreifen. Unsere Chefdiplomatin Annal, Lena Baerbock, hätte es nicht treffender ausdrücken können. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Ich bin so froh, dass sie es auch noch so deutlich und unmissverständlich ausgesprochen hat. Ja, wir alle. Nicht zuletzt durch ihre unermüdliche Arbeit als vorbildlicher Systemlakai im Bundestag können kritische Stimmen ehemaliger Bundeswehrsoldaten elegant unterdrückt werden. Naja, unterdrückt, das sind so Worte. Also das ist, hat hier der Schreiber nicht so gemeint, im positivsten Sinne. Leute wie Oberst Otten, 22 Jahre Luftwaffe und Berufsoffizier außer Dienst. Oberst Lukassen, 34 Jahre Berufsoffizier außer Dienst. Und Generalleutnant Wunder, 44 Jahre Luftwaffe und Generalleutnant außer Dienst. All diese Leute sind mittlerweile im rechtsradikalen Milieu abgedriftet und sitzen heute als Mitglied des Bundestags bei Ihnen im Haus. Ja, es ist misslich. Es muss unsere Aufgabe sein, auch weiterhin diesen Leuten, die sich mit modernster Friedens- und Konfliktforschung auskennen, möglichst keinerlei Gehör zu verschaffen. Das klingt gut. Viele Grüße auch von Atomhofreiter @ Hofreiter Panzer Fachmann. Ihr Cem. Cem Özdemir, vielen herzlichen Dank für diesen Brief. Cem Özdemir hat mir übrigens diese hervorragende grüne Uhr geschenkt. Ja, Freunde, solche wertvollen Briefe bekomme ich hier zugestellt. Ich möchte Danke sagen, ja, auch für die Beigabe. Ja, es geht voran. Krieg beenden, Panzer senden. Ich zitiere die Julis. Und hiermit sind wir direkt in der Sendung. Sie ist heute nicht so üppig wie gestern. Gestern waren es ja 33 Minuten. Ho, 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 ho. Wobei 33 ist ja eigentlich auch keine so gute Zahl. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich möchte mich mal bei dem lieben Ralf Bollinger bedanken. Ralf, was soll ich sagen? Von Herzen danke. Und ich bedanke mich bei Jörg Arndt, ihr Lieben. Und dann geht's los. Hier, 70% der Sachsen sind gegen Panzerlieferungen. Gleichzeitig liegt die Kriegsbefürworterpartei, die Grünen, in den Umfragen lediglich bei 7%. Freunde, was ist denn los in Sachsen? Ja, die Grünen, das ist die Zukunft. Grün, grün, das sagt doch schon der Name. Ja, und 70% gegen Panzerlieferungen. Entscheidend ist, dass 30% nicht dagegen sind. Ja, so. Politik und Wissenschaft lagen falsch. Eine Meta-Analyse der 78 Studien mit 611.000 Teilnehmern wurde ausgewertet und sie kommt zum Schluss, dass Corona-Masken nicht vor Corona-Infektion schützen. Freunde, also das ist natürlich Fake News. Aber, also, eine Meta-Analyse von 78 Studien mit 611.000 Teilnehmern wurde ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass Masken nicht vor Corona-Infektion schützen, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Jetzt hier nicht Streik oder löschen. Die Maske wirkt, tragt bitte die FFP2-Maske vierfach übereinander, Darmstrumpf drüber und bleibt zu Hause. Ja, ist noch lange nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Ja, ist ja diese missliche Situation. Ich hatte ja berichtet, ja, da wurde investigativ ein Manager von Pfizer eingeladen. Ja, so ein netter Kerl, so Hauttyp 5, ja. Und der hat so schwadroniert, ja, hier, wir bei Pfizer, wir forschen und sorgen für Mutationen, damit wir dann neue Spritzstoffe herstellen können. Und dann sorgen wir für weitere Mutationen. Das ist eine Cash-Cow, ja, also das ist wie Geld drucken. Alhamdulillah. Und dann hat der Reporter sich enttarnt, hat gesagt, ha, wir haben sie aufgenommen, ja, sie, wir haben sie jetzt aufgenommen. Pech gab, ja, das kommt jetzt überall in die Netze und dann ist dieser Manager von Pfizer aufgesprungen, das kleine Männchen, und hat das Laptop da kaputt gemacht, das, ja, ich mache alles kaputt und fürchterlich aufgeregt. Ja, misslich nur, dass diese investigativen Journalisten, schwieriges Wort, habe ich aber gelernt, alles vorher schon recherchiert hatten, gespeichert hatten und da war nichts kaputt zu hauen, ja, nichts so. Und witzigerweise am nächsten Tag war der Manager nicht mehr bei Pfizer, war nicht mehr da. Der Name war getilgt im Netz, nicht mehr zu finden, gibt's nicht mehr. Es gibt's, also auch bei diesen Suchdingern, wo man so Sachen finden kann, die gelöscht sind. Nein, war alles weg.
Und, aber die Faktenchecker haben sich zu Wort gemeldet und haben erstmal hier diesen investigativen Journalisten, Wort kann ich immer noch, verunglimpft im positivsten Sinne und haben gesagt, hier ein ganz rechter und ganz schlimm und überhaupt, der lügt. Ja. Und wenn man jetzt den Journalisten gegoogelt hat, gesucht hat, findet man nichts. Da steht dann, ja, hier gibt nichts, aber vielleicht gibt es bald neue Informationen. Freunde, so läuft das im Linkstart. Ich finde das gut. Und Pfizer ist toll. Ich finde Pfizer toll und alles, jeder, der was anderes sagt, lügt. Sehr schön, Westdeutscher Rundfunk, haltet euch fest. WDR, gebührenfinanziert. Insekten essen. Wir sollten unser Ekelgefühl überwinden. Na bitte, es kann so einfach sein. Einfach das Ekelgefühl überwinden, ja. Man hat ja auch herausgefunden, dass Hamsterkot sehr nährreich sein soll. Einfach das Ekelgefühl überwinden, ja. Augen zu und durch, ja. Ja, böse Zungen sagen, ich hatte gestern berichtet, dass tatsächliche, wirkliche Wissenschaftler sagen, im Chitinpanzer sammeln sich sämtliche Schwermetalle und Giftstoffe und so weiter an, ja. Die sammeln sich da an und die isst man und die sammeln sich dann im Körper an, Freunde. Ja, okay, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Und dann wird gesagt, ja, die Behälter, wo die gezüchtet werden, die werden ja regelmäßig desinfiziert, aber mit welcher Desinfektion? Das kontrolliert wohl offensichtlich niemand. Ist ja auch nicht so wichtig. Und es könnte sein, dass da Desinfektionsrückstände bei den Insekten im Körper bleiben, die sich dann wieder im Chitin ansammeln, die wir dann wieder essen. Freunde, passt schon, ja. Und dann hat eine Europaabgeordnete, ich glaube von der AfD, die hat gesagt, ja, was wollt ihr eigentlich? Ist doch schon seit 2 Jahren so. Seit 2 Jahren drin, regt euch mal nicht so auf, ja. Na, da seht ihr mal die AfD. So, dann haben wir hier, das kann ich hier nicht zeigen, ich kann nichts dafür, das ist ein Gebäude der US Navy in San Diego. Ich zeig's mal trotzdem ganz kurz, sieht aus wie ein Hakenkreuz, ja. Das ist bestimmt Fake News. Würde doch niemals die US Navy in San Diego so ein Gebäude bauen und schon gar nicht beziehen. Übergewichtige Influencerin gibt Tipps gegen Platzprobleme im Flugzeug. Ja, böse Zungen sagen, Mäuschen, die besten Tipps zum, bei Platzproblemen im Flugzeug, wenn man fett ist, ist abnehmen. Weniger fliegen, mehr laufen. Weniger fliegen, mehr Fahrrad fahren. Weniger fliegen, mehr Sport treiben. Ja, das sind besten Tipps, aber gut, okay. Die erste Wednesday im Alter von 64 Jahren verstorben. Die Addams Family trauert um den Star der Addams Family, Lisa Loring. Ja, plötzlich und unerwartet. Beileid an die Angehörigen. So. 100.000 Menschen konnten so zum Beispiel nicht sehen, wie Jamila Rowe, 55, die Dschungelkrone errang. Oder Anne Will, 56, mit ihren Gästen über Panzerlieferungen an die Ukraine diskutierte. Blödzeitung, ja. Warum? Weil wir Stromausfall im Harz hatten. Ich hatte gestern berichtet. Böse Zungen sagen, ist ja aber interessant, dass die Blödzeitung Jamila Rowe, 55, ja. Priorität 1a und dann, ach ja, und Panzer hier an die Ukraine. Ja, ja. Das ist die Wichtigkeit bei der Bild-Zeitung, Freunde. Am 5. Februar, 14 Uhr, werde ich am Platz der Republik sein und kontrollieren, observieren, überwachen. Eine Demonstration für Frieden, Freiheit, Liebe und gegen Krieg. Ja, ihr bleibt natürlich alle zu Hause und kommt auf gar keinen Fall dahin. Nein, nein, nein. Böse Zungen sagen, wo sind eigentlich die Millionen, die in den 80er Jahren gegen die Raketen demonstriert haben? Ja, wo die DDR jetzt nicht mehr da ist, konnte also auch der Geheimdienst der DDR jetzt auch niemanden finanzieren, der gegen Krieg demonstriert, ja. Und jetzt müssen die Bundländer das selber hinkriegen und dafür sind offensichtlich die meisten zu blöde, weil sie gucken ja lieber Jamila Rowe, ja, im Dschungelcamp. Ist ja viel wichtiger. Kann man sich auch besser auf die Insekten vorbereiten. Dann hier. All der Krieg, die Propaganda, all das Geschrei, die Lügen und der Hass kommt immer nur von den Leuten, die nicht kämpfen müssen. George Orwell, kenne ich nicht. Diversity wird in der Filmindustrie seit einigen Jahren breit diskutiert. Dennoch bleibt das Thema vielschichtig und komplex. Es besteht ein riesiger Bedarf nach Austausch, Wissenstransfer und Best Practice. Anlässlich der 73. Berlinale und gemeinsam mit der Botschaft von Kanada in Deutschland laden wir Produzentinnen zu einer Diskussion über Diversity Guidelines ein, um einen internationalen Dialog zu fördern. Sehr schön, Freunde. Diversity. Ich finde das gut. So, Ministerpräsident Söder als Satan bezeichnet, Matthäus Westphal verurteilt, unterstützt von diversen Anhängern, stand der Rechtsmedienaktivist aus Espelkamp wegen mehrerer Anklagen zum wiederholten Mal vor Gericht. Ja, wie kann man denn den Satan als Söder auch als Satan bezeichnen? Das ist eine Unverschämtheit. Das ist der beste Führer, den wir in Bayern jemals hatten. Ja, also seit 80 Jahren. Ja, Markus Söder. Ja, eloquent, elegant, gut aussehend, maskentreu. Ja, impftreu. Ja, ein guter Christ. Naja, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein guter. Ein guter Söder, ja. Und den zu verunglimpfen. Böse Zungen sagen,
Man kann jeden als Nazi bezeichnen, als Rechtsradikalen, als Schwurbler, als Reichsbürger, als Querdenker. Beschimpfen, ja. Körperlich angreifen, kein Problem, passiert nichts, ja. Aber wenn einer es wagt, das Regime zu kritisieren und sich im Ton zu vergreifen, dann wird zugeschlagen, richtig hart, mit aller Härte. Wie vor 80 Jahren. Freunde, aber das sind böse Zungen, das sind nicht meine Worte. Ich finde dieses System toll. Beste Richter aller Zeiten, ja, ja, die besten überhaupt, ja. Und ganz böse Zungen sagen, was kümmert's ein großes Denkmal, wenn ein kleiner Hund ranpisst? Da zieht man nicht vor Gericht, da zuckt man mit den Schultern und macht weiter. Wenn man souverän ist, wenn man wirklich groß ist, wenn man richtig groß ist. Wenn nicht, dann muss man halt vor Gericht ziehen. Aber böse Zungen sind nicht meine Worte. Meine Worte sind das nicht. Ich finde sowohl die Regierung als auch den Söder als auch alle anderen toll. Und ich finde solche Leute hier, die irgendwas sowas sagen hier, ganz schlecht, 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 schlecht. So, Freunde, gibt doch nichts zu kritisieren an unserer Regierung. Positives vielleicht, ja. Man könnte zum Beispiel sagen, also mal das Positive hervorkehren. Ja, also der Olaf Scholl ist gar nicht so klein, wie er aussieht, ja. Oder er hat gar nicht so wenig Haare wie er, ja, und er ist gar nicht so blöd, wie er sich gibt. Nein, solche Sachen, einfach kluge Sachen hervorheben, das Positive, ja. Oder Markus Söder ist gar nicht so unchristlich, wie man denkt. Nein, nein, nein. Oder so gottlos, wie er ist. Nein, ist er nicht. Ach, er ist ja gottesfürchtig ohne Ende, ja. Kai Müller schreibt mir, zur jährlichen Gedenkfeier in Auschwitz wurde dieses Jahr Russland ausgeladen. Na gut, die haben das Ding damals befreit, was wollen die da jetzt auch noch? So, Mr. Docking Station, Grüße gehen raus und Andy Jeep, Grüße gehen raus. Peter Schlagerbox, danke für deinen Kommentar. Und Reich Schumann, schreibt mir, angeblich hätte Winston Churchill gesagt, ich möchte keine Vorschläge haben, wie wir kriegswichtige Ziele im Umfeld von Dresden zerstören können. Ich möchte Vorschläge haben, wie wir 600.000 Flüchtlinge aus Breslau und Dresden braten können. Winston Churchill, Freunde, das hat der Winston Churchill doch niemals gesagt. Ein Menschenfreund. Hier, ab Februar werden Kunden in den Freenet-Filialen wohl kein Bargeld mehr nutzen können. Wie Inside Digital berichtet, hängt aktuell im Schaufenster ein Zettel mit der Info, dass die Berliner Freenet-Filiale künftig kein Bargeld mehr annehmen werde. Böse Zungen sagen, jeder, der so einen Zettel im Schaufenster hat, da gehen wir nicht mehr einkaufen. Auch wenn wir gerne mal mit Karte bezahlen, aber wir boykottieren Geschäfte, wo man nicht bar bezahlen kann. Aber böse Zungen, sind nicht meine Worte. Also nein, 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 nein. Freunde, sehr schön. Hier haben wir ein wunderschönes Bild unserer Elfe, ja, Ricarda Lang. Sehr sympathisch, elegant, sportlich, dynamisch, ja. Und hier fordert jemand Frauen an die Front. Ja. Es gab einige wenige Polizisten, die den Mut hatten, sich öffentlich gegen das Corona-Regime, Regime, zu stellen. Mhm. Für ihren Einsatz für die Grund- und Freiheitsrechte haben sie enorme Konsequenzen zu tragen. Mit disziplinären Maßnahmen geht der Dienstgeber gegen sie vor. Der Polizeiapparat kann doch Kritiker in den eigenen Reihen nicht einfach so dulden. Auch nicht, wenn sie vormals tadellos und loyale Staatsdiener waren. Birgit Püringer spricht mit Deutschlands ersten Polizisten, der den Schritt an die Öffentlichkeit wagte. Bereits am 8. August 2020 sprach Bernd Beierlein auf einer Demo in Augsburg. Der Polizeihauptkommissar kritisierte die Regierungsmaßnahmen. Freunde, das ist eine Kritik, die kann er ja gerne machen. Kann er ja gerne machen, aber in seinen eigenen vier Wänden. Ja, Fenster zu, Türen zu, und dann kann er das gerne machen. Ja, aber wir wollen es nicht hören. Wir wollen es nicht hören. Ja, die Regierung hat alles richtig gemacht und macht immer alles richtig. Ja, Punkt aus, Ende. Ja, solche Leute wollen wir nicht haben. Ja, Querdenker, Reichsbürger, Rechtspopulist, Nazi. Schwurbler. 400 Flüchtlinge sollen in 500 Seelenort. Große Proteste in Mecklenburg-Vorpommern. Moment, Moment, Moment. Ja, was ist denn das für ein Rassismus? Ja, wir haben Platz. Wir offensichtlich. Ja. Nach der Abfuhr in Argentinien und in Chile gibt es die nächste Schlappe in Brasilien. Präsident Lula weigert sich, Scholz' Krieg gegen Russland zu unterstützen und setzt stattdessen auf China. Freunde, Freunde, das ist keine Schlappe, ja, das ist ein ganz vorübergehender kleiner Rückschlag, aber der Herr Scholz findet schon seine Unterstützung in anderen Ländern, passt schon, Freunde, es passt schon, alles gut, macht euch keine Sorgen, ja, Ulrike Krüger, was soll ich sagen, von Herzen, danke, 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 letzte Nachricht, ehemaliger RKI-Berater bestätigt, dass die Impfung, oh, das lese ich hier nicht vor, mache ich nicht. Dafür lese ich noch eine Bonusnachricht vor.
Nein, jetzt grüße ich erstmal, sei du selbst. Danke für deinen Kommentar. Und X, Heger X, danke für deinen Kommentar. Du weigerst dich, die von der EU freigegebenen Insekten zu essen, dann bist du eben eine Quergrille, ein Madenleugner, ein Insektiot und ein Mehlwurm-Nazi. Oh, ja, wahrscheinlich. Selbstkritik der Woche. Dschungelkönigin Jamila Rohle hat das Zeug zur Stilikone. Die Lippen zu üppig, die Kleider zu eng, sei's drum. Deutschlands neue Dschungelkönigin Jamila Rohle soll einigen als Vorbild dienen. Das meint die Berliner Zeitung, gefällt mir gut. Und Joe Biden sagt, von wegen letzte Nachricht, was? Joe Biden sagt, die Idee ist, dass wir Offensivwaffen schicken und die Flugzeuge, Panzer und Züge von amerikanischen Piloten und Besatzung begleitet werden. Mit anderen Worten, dann ist Amerika im Krieg mit Russland, aber das ist doch schön, ja? Dann hier, ZDF heute. Der Januar ist in Deutschland erneut deutlich zu warm ausgefallen. Die Durchschnittstemperatur lag 4 Grad über dem Vergleichswert und so weiter. Global Warming is calling. Da schreibt hier einer runter, die von ihrem Haus zwangsfinanzierte propagierte Dritte Weltkrieg wird das Klima sicher entlasten. Karma will catch you. Das sind wieder so Sprüche. Gerade kommt heraus, dass der Bund für jeden Einwohner vom Säugling bis zum Greis 8 Dosen Impfstoff bestellt hat und die Hersteller fortwährend ihre Preise erhöhen. Ja, Freunde, ist doch gut. Das ist, Freunde, das ist sozial. Das ist Mitfühlen. Das ist Mitdenken. So sehr kümmert sich unsere Regierung um alle. Um alle, ja, finde ich großartig. Gitta Günther, du bist seit 64 Jahren verheiratet. Anständig, toll. Grüße an dich und deine liebe Familie und danke für deinen Kommentar. Und Niederlage für Lauterbach. BioNTech verlässt Deutschland. Naja, okay. Marco Mantai, ich sage danke. Und wenn ich schon mal am Dank bin, möchte ich Ulrich Marx auch danke sagen. Und dann haben wir noch was Schönes. 400.000 Wohnungen will die Bundesregierung pro Jahr bauen. Eines der verheißungsvollen Wahlversprechen der Ampel. Gut. Der Immobilienriese Vonovia zieht wegen der steigenden Baukosten und Zinsen die Reißleine und stoppt alle für dieses Jahr vorgesehenen Neubauten. Wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubauprojekten haben. Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen und davor können wir nicht die Augen verschließen. Ja, mein Gott, okay. Ja, wir haben jemanden zu beklagen. Gero Strohjahn, Deutscher Bundestag. Guter Mann, ja. Da ist er, ja, der Gero. Gero, ja, schickes T-Shirt, man beachte AstraZeneca und die schöne Maske, ja. Ja gut, okay, diese komische Studie, die gesagt hat, Masken bringen nichts, aber egal. Er sieht auf jeden Fall besser aus mit Maske. Hier, ich wurde heute mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen Covid geimpft. Die Impfungen sind der zentrale Weg aus der Pandemie in die Normalität und so weiter. Die Impfungen müssen jetzt endlich vorangehen. 16. April 2021. Und hier ist er nochmal. Freunde, das gefällt mir. Guter Mann. Toll, toll, toll. Ja, toll. Also hier, Bundestag ist ein Vorbild, ja. Gero Strohjahn. Schön. Und was haben wir hier? Plötzlich und unerwartet ist Gero Strohjahn verstorben. Oh. Seine Parteikollegen trauern um ihn. Oh, das ist natürlich misslich. Oh, Freunde, das ist jetzt zu spät geimpft, würde ich sagen. Er hätte es früher machen müssen. Mein Beileid an die Angehörigen. Wasserwerfer, bewaffnete, berittene Polizisten, Absperrung und lautes Gegröhle. Die Szenen, die sich an einem Samstag mitten im November vergangenen Jahres auf dem Stuttgarter Marktplatz während einer AfD-Kundgebung samt Gegendemonstration abgespielt haben, möchte eigentlich niemand sehen. Diese Bilder schrecken ab. Sie sorgen dafür, dass die Innenstadt an Attraktivität verliert und das bekommen auch die Einzelner zu spüren. Zwei von ihnen waren am Freitag zu Gast im Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen des Gemeinderats, um gemeinsam mit City-Manager Sven Hahn über die Auswirkungen der vielen Demonstrationen auf den Handel zu sprechen. Böse Zungen sagen, die AfD ist da ganz normal gewesen, ganz normal eine rechtsstaatliche Demonstration. Es waren zwei Stück im ganzen Jahr, verteilt auf 365 Tage. Und gegrillt hat die Antifa, ja, und die hat die Gewalt gemacht. Da hat die AfD gar nichts mit zu tun. Ja, das ist hier schon wieder angebliche Verunglimpfung von AfD-Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Punkt, aus, Ende. So, das waren jetzt noch zwei, drei Bonusnachrichten nach der letzten Nachricht. Freunde, ist manchmal so. Manchmal muss man noch eine letzte Nachricht nach der letzten Nachricht nach der letzten Nachricht. Es sind ja auch alles die letzten Nachrichten, Freunde, irgendwie, oder? Wenn man sich, ne? Also, wenn man es genau betrachtet, sind es die letzten Nachrichten. So, kommt aber noch eine Nachricht. Jetzt befragen wir erstmal das Omen. Wird alles gut? Spricht Herr Presley zu uns. Übrigens heute, ja, es ist tragisch, plötzlich und überraschend und unerwartet ist ja Lisa Marie Presley gestorben vor einigen Tagen. Beileid an die Angehörigen. Ja, sie hätte heute Geburtstag gehabt. So, spricht Herr Presley zu uns. Wird alles gut? Thank you, ladies and gentlemen. Na bitte. Was will ich mehr? Solltet ihr gerade nicht gut drauf sein, krank sein, es euch schlecht gehen, ihr in irgendeiner Form Sorgen haben, bitte ich euch von Herzen. Kommt wieder hoch, werdet wieder gesund, werdet wieder moralisch stabil. Wir brauchen euch.
Und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und immer voller Tatkraft. Es ist so, es hilft doch nichts. Es hilft doch nichts. Wir sehen uns am 5. Februar in Berlin um 14 Uhr, Platz der Republik 1. Ich werde da sein, kontrollieren, observieren, überwachen. Ja, für Frieden, Freiheit, Liebe und gegen den Krieg. Also ich bin natürlich für den Krieg. Also ich bin gegen Krieg, aber für diesen Krieg. Weil ist ja der gute Krieg. Ja, der ist ja auch CO2-neutral. Der wird ja, oh, wir haben ja da, ist ja alles CO2-neutral. Ja, also der Krieg ist gut. Ja, weil der Russe ist böse. Wladimir Putin böse, Ukraine gut, NATO gut, USA gut. Es kann so einfach sein. Oder Scholl auch gut. Annalena Baerbock auch gut. Alle gut, alle gut. Ich bin auch gut, ihr seid auch gut. Wir sind gut, alles gut. Ja, weil wir sind ja linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Und hier, Cem Özdemir, danke für den Brief. Auch Freunde und übrigens, liebe Unterstützer, von Herzen danke für eure Unterstützung. Dank eurer Unterstützung ist meine Arbeit überhaupt nur denkbar und möglich. Werbefrei und jeden Tag. Ich bin dabei, ihr seid dabei, wir sind dabei. Gebt mir einen schönen Kommentar, einen schönen Daumen hoch. Ja, übrigens, Daumen hoch, ja, ist das Zeichen für die weiße Rasse. Ja, oh, das ist rassistisch. Wirklich wahr. Ja, also oh, Gottes Willen. Aber Gott und sei Dank ist ja der Daumen hoch bei YouTube und überall woanders schwarz. Dann ist das ja wieder ausgeglichen, oder? Ja. Also Freunde, macht das gut, jetzt kommt die Bonusnachricht. Ich habe es nicht vergessen, ich vergesse das ja oft, aber heute habe ich es nicht vergessen. Schnell grüße ich noch von Bruno, meinem Hausmeister, von Jerome Schmidt, meinem 10-fach-Schwager, meiner Frau Martina und Kevin Heinzelmann. So, nein, von meiner Frau grüße ich immer zum Schluss und von meiner Frau Martina. Jetzt geht's los. Marcel Lute zeigt anal Lena Baerbock an. Baerbock sagte im Europarat in Straßburg, ist übrigens interessant, ja, die konnten sich nicht einigen, Brüssel und Straßburg, wirklich wahr, wer wo der Hauptsitz ist und jetzt machen die Folgendes, die ziehen da wöchentlich oder alle 14 Tage, ziehen die immer um, insgesamt mit 50.000 Leuten, Mitarbeitern, Sekretärinnen und Fahrer und überhaupt, ziehen die um von Brüssel nach Straßburg, tagen dann in Straßburg, dann ziehen sie wieder von Straßburg nach Brüssel, tagen in Brüssel, dann wegen der Gerechtigkeit. Böse Zungen sagen, das CO2, was die da rausblasen, das könnte man sich sparen, Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Also, Baerbock sagte im Europarat in Straßburg, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Der ehemalige Berliner Politiker Marcel Lute hat nun gegen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Strafanzeige beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe gestellt. Er beruft sich bei seiner Anzeige auf § 13 des Völkerstrafgesetzbuches. Dieser Paragraph stellt das Führen eines Angriffskrieges unter Strafe, was von Baerbock offenbar als Aufforderung zum Zusammenhalt an die Adresse der anderen EU-Staaten gemeint war, verstanden so manche als Kriegserklärung. Das war doch keine Kriegserklärung, bloß weil man sagt, wir sind im Krieg mit Russland, ist doch keine Kriegserklärung. Nein, nein. Lute weist in seiner Strafanzeige darauf hin, dass Russland Deutschland nicht angegriffen habe. Deutschland sei zudem weder Bündnispartner Russlands noch der Ukraine. Baerbocks Aussage, man führe einen Krieg gegen Russland, sei demzufolge strafbar. Sie könne mit ihrer Aussage nur einen strafbaren Angriffskrieg meinen, argumentiert Marcel Lute. Herr Marcel Lute, ich rufe Ihnen zu, A, schwören Sie ab und B, können Sie vergessen, weil ja, die Gerichte sind auf der linken, linksstaatlichen und zivilcouragelichen Seite. Sie sind halt linkisch, ja, und da kann überhaupt gar nichts anbrennen, ja. Wir haben es ja gerade bei dem Urteil gegen Matteo gesehen, ja. Es geht alles mit linken Dingen zu, Freunde. Vorwärts immer, rückwärts nimmer und den Kommunismus und seinen Lauf, den halten weder Ochs noch Esel auf. So, das war YouTube für heute. Übrigens, ich habe einen Zweitkanal. Ja, Robert Götz Matuszewski Premiere. Da könnt ihr bitte auch mal reinschauen. Da gibt es jeden Tag, also fast, Energiespartipps, kostbare Energiespartipps. Das spart bares Geld, ja. So, schaut da rein und abonniert den Kanal und abonniert auch diesen Kanal. Ich freue mich drüber. So, ich hab euch lieb. Macht das gut. Shadowman liest das Video. Ja! Oh, schon wieder ein Tag rum, ist das schön, ja. 1. Februar. Wahnsinn. Den Januar haben wir gut rumgebracht, ja. Wobei, es könnte wärmer sein, ja. Aber böse Zungen sagen, ja, mit so Atompilzen wird es erst richtig warm, ja. Jetzt sagen wir, aber gut, okay, macht euch keine Sorgen. Nein, wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. Geht schon gut, ja. Außerdem ist ja, lese ich ja immer wieder von den Zuschauern, es gibt ja gar keine Atombomben. Ist ja alles Fake News. Fake News gibt's nicht. Wird es nicht geben. Ist alles Fake News, nein. Ist alles nur graue Theorie. Nein. Habt ihr das mitbekommen? Wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Markus Lanz, Freunde, ich erzähle euch keinen Murks. Markus Lanz hat gesagt im ZDF, hört es euch an hier. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn den Mann begrüßen, der uns auch heute Abend wieder aus Berlin zugeschaltet ist, weil er im Moment jeden Tag damit beschäftigt ist, die Deutschland GmbH zu retten. Schaut euch das Video an, bei mir auf Telegram. Das reimt sich sogar, ja. Also der Robert Habeck ist gerade dabei, laut Markus Lanz, ZDF, Wahrheitsmanufaktur, gebührenfinanziert
Robert Habeck ist gerade dabei, die Deutschland GmbH zu retten. Was ist denn los mit Lanz? Ist der Reichsbürger? Querdenker? Schwobler? Ja? Sagt er die Wahrheit? Nein, nein, nein. Hat sich versprochen. Ja. Freudsche Fehlleistung. Macht das gut, Freunde. Knarren gegen Putin.